durchschnittlich unterhaltsam, nicht zu krass, nicht zu langweilig und spielen jede Menge Horror-Games. Okay? Keine zu hohen Erwartungen. Ich habe die Musik vergessen auszumachen, sorry. Boah, Eminem läuft im Hintergrund. Boah, aber meine Maus ist schon immer so schnell. Chat, ich bin so raus. Irgendwie kommt mir das Spiel so schnell vor. Wenn man so ein paar Tage nicht gezockt hat, wird man alt. Man wird alt. Man wird so alt. Alt, alt, alt. Ich war schon vorher alt? Okay, vielleicht war ich schon vorher alt, aber man spürt es dann erst. Barbecue Chili bringt mir nicht so viel, ne, auf der Map. Sind wir uns da einig? Schon. Oh, hallo, junge Dame. Wie geht's dir denn so? Dreckige Kuh, mach dich tot. Und dann turn ich deine Scheißfreundin. Kannst du mir glauben? Oh, willst du nicht mehr bleiben? Noch nicht mehr, Bitch! No, 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 no. Shit, ich wünschte, ich hätte da irgendwie Sachen machen können. Shenanigans oder so? Please, geht einfach durch das Ding durch! Oh mein Gott, er can't. Nur zum Glück, sie ist scheiße. Nicht scheiße. Sie ist genauso tollpatschig wie ich. Okay. Chat, das muss besser werden. Ich muss wach werden. Schnell. Wir müssen schnell besser werden. Wer war denn jetzt Eis am Haken? Nummer 2 und Nummer... Okay, oder so? Hey Schwabel, hast du vor, Alan Wake 2 on stream zu spielen? Was? Ich kann. Oh mein Gott, ich bin so schlecht im Multitasken gerade. I'm so sorry. Oh mein Gott, ich hätte mein komisches Ding benutzt, um da schnell runterzukommen. Haben die sich Insta hochgehalten? Ja. Vier, drei, zwei. Na, ich hätte nicht zu ihm gucken sollen. Warte, siehst, er ist nicht da. Okay. Ich habe ein bisschen Schiss vor der Taschenlampe. Das war ein Insta hier. Interessant. Aber die haben auch ein paar Items mit dabei, so wie es aussieht, okay? Okay, Nummer 4 ist Dead on Hook, right? Wir sind alle hier irgendwie. Nummer 4 wollen wir haben, Chat. Das ist die, auf die wir es abgesehen haben. Weil die Dead on Hook ist. Okay, okay, okay. Wie kannst du reden? Der Raum ist super scheiße für mich. Okay, let's go. Die ist auch der Tonok, oder? Ja, und sie stöhnt. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Oh. Das sind jetzt zwei Leute, die noch nicht am Haken hängen. Aber, also nicht so geil, weil sie noch nicht am Haken hängen, aber... ist okay, damit können wir ein paar Skirtschucks triggern. Noch irgendjemand hat sich fallen lassen mit Plot-Twist zum Heilen, das ist interessant, Chat. Die ist tot, sehr gut. Barbecue and Chili sei Dank.
Yeah! Insta-Heal-Sensoren, Crap, ja? Viel Spaß beim Sterben. Er war ein bisschen zu selbstsicher. Bibidibu! Okay, Survivor Nummer 2 ist jetzt gerade aufgestanden mit Plot-Twist, vollgeheilt worden. Und überlegen, wo wir sie hinhängen. Draußen am Skirtschuk. Sieht gut aus. Holt sie da oben den Typ noch ab oder nicht mehr? Sie hat geschrien, oder? War sie am Reparieren? What? In der Tat, sie war am Reparieren. Lustig. Okay. Ab jetzt Blight Main? Nein, 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 nein. Ich mag Blight nicht. Die haben sich noch gerettet, ehrlich, okay. Lul. Lul, 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 lul. Let's go, Chat. Von denen lassen wir uns doch nicht aufhalten. Ich bitte euch. Wir können noch so ein paar Mana-Kugeln gebrauchen für unsere Quest. Ich bin ein kleines Schweinchen. Ein kleines Sohn. Ist er hier? Okay. 7, 6, 5. Ich hasse ja. Werbung TWN Slam TWNL. Ja. Die andere stand da hin und hat mich angeglubscht. Unten die Palette geworfen? Ja. Will ihre Freundin aufheben? Wir düsen hinterher. Haben sich aufgehoben? Buckle up. Ja, hat sie ja vorher wahrscheinlich schon gehabt. Okay, okay, okay. So, kriegst du das Fenster aber nicht mehr, Süße. Lassen wir es so oder bestehen wir auf 4 Kills? Wenn wir es verlängern, haben wir noch mehr Zeit für Mana-Kugeln. Das wäre dann unsere Quest. Wobei... die kann ich ja nur aufheben, wenn ich noch... Wir müssen ein bisschen Mana verbrauchen, oder? Damit wir Neues aufheben können. 4K, die waren frech. Also sie haben halt nicht geteabagt, also sie waren nicht toxic. Sie haben halt nur... Sie haben halt nur lauter Spielereien mit dabei gehabt. Um sich gegenseitig am Leben zu halten. Wir gehen mal kurz runter. Sie haben halt starke Perks und Gegenstände dabei. Und moin, hallo Seki, moin. Haben sie auf jeden Fall wieder aufgehoben. Nicht so gut. Ja, jetzt habe ich wieder Mana-Kugeln. Okay, Quest ist abgeschlossen. Sehr cool. Dann, back to business, I guess. Lumiels, danke für die 11 Monate. Jay, danke für die 29 Monate. Maggie, danke für die 23 Monate. Mimic, danke für die 42 Monate. Und Sir Buggy, danke für die 17 Monate. Schönen guten Abend. Guten Hallo. Abend. Gut sehen Sie heute aus TWNH. Du siehst gut aus. Danke schön. So, was war die Frage vorhin, die ich überlesen habe? Sorry. Alan Wake 2 on Stream. Also, ich könnte es mir schon vorstellen. Aber ich würde gerne Alan Wake 1 vorher spielen, damit ich weiß, was passiert ist, was Sache war.
Fuck. Wenn die jetzt in die Unterwelt gegangen ist, kriege ich das nicht mit, weil sie doch eh broken ist. Meint ihr, sie ist ins Portal rein, Chat? Hm, nein, dann wäre sie jetzt schon wieder rausgeflogen. Ich glaube nicht, dass sie da rein ist. Ich bin ein kleines Schweinchen. Sie geht wieder aufheben. Weil ich mich freue, nun so lange hier zu sein und tolle Menschen kennengelernt zu haben. Besonders meine bessere Hälfte, kleiner als mit, drei. Danke, dass es dich gibt. Bisschen schleimen darf man ja. Ach ja, deine Frise steht wie eine Eins. Sieht gut aus, Steven. TWNL, TWNL, TWNL. Chat. Ihr steht wie eine Eins, ihr Zucker... Ist das Gestöhne von oben? Wahrscheinlich ist die geslackte Dänige, die ich gerade stöhnen höre. Chat, wann sind wir solche Monster geworden? Wir brauchen nicht unbedingt 4 Kills. Wir sollten sie einfach aufhängen. Ganz egal, was sie für Perks mit dabei haben. Ist doch deren gutes Recht, verdammt. Wobei das schon tierisch nervt, Digga. Nee, ich will meine 4 Kills. Dieses Kack-Instant aufheben. Ich bin unsterblich. Die werden alle sterben. Die werden alle sterben, wenn scheißegal, ob wir Monster sind oder nicht. Die werden alle sterben, Chat. Und wenn es 20 Minuten dauert oder 30, ist mir scheißegal, Digga. Hebt euch weiter gegenseitig auf, tut mir den Gefallen. Ihr macht mich nur stärker, ihr kleinen Fickgesichter. Ihr kleinen Scheißerchen. Ich hab Deadpool geguckt, Chat. Also hab ich schon mal geguckt, aber ist ein guter Film, macht Spaß, ist lustig. Unbedingt verlängern möchtet. Wie wär's, wenn ihr dann da liegen bleibt und noch ein bisschen kuschelt? 4 Minuten lang! Nein, Verzeihung. Ihr seid ja schon zur Hälfte ausgeblutet. 2 Minuten lang. Herr Toxic Clown ist zurück. Wahrscheinlich hat mich die DBD-Welt das Wochenende über vermisst, aber jetzt ist meine Toxicity wieder am Start, Digga. Campertown, Tunneltown. Nein, wir sind besser als das, Chat. Hör auf zu strugglen. Hör auf zu okay. Hab ich gesagt, wir sind besser als das? Neue Tierfakten. Die kleinsten Hirsche der Welt sind kaum größer als Hasen und werden Pudels genannt. Die WN-Wiggle, TWN-Wiggle. What? Klingt süß. Baby, danke für die 19 Monate. Hallo, Madame Desol, danke für die 34 Monate. Junge, ich habe das Gefühl, ich habe alle Haken zerstört hier in der Gegend, Digga. Die ist wenigstens zu lieb und struggle nicht. Wir kriegen richtig viele Blutpunkte am Ende des Games. Wir haben sogar das Offering mit dabei gehabt. Wir haben sehr viel Magie eingespeist in die Risse. Ich rechne mit 60. Die Zeit verfliegt mit dir. Auf weitere 54 oder so. Mindestens. Jasper, danke für die 54 Monate. Schönen guten Abend. Hallo. Ist die Kette von... die Kette ist von Holzkern, ja genau, ja. Ich bin ein kleines Schweinchen, ein kleines Larry's ist interessant. TWNHI, TWNL.
Wenn ich keinen Terrorradius habe, durchs Wechseln der Charaktere, laufen sie vielleicht in mich rein, Chat. Das wäre nicht das Schlechteste, ich sag's mal so. Wäre gut, wenn das Cordens direkt anspringen würde, aber... Gehen wir von der Seite ran, Chat. Läuft sie in mich rein? Ich dachte, sie hat mich gesehen, aber sie hat sich darauf konzentriert, Victor erstmal runterzuschleudern. Und während man Victor runterschleudert, ist man in der Animation gefangen. Das heißt, sie konnte die Palette nicht ziehen. Als ich gesehen habe, sie wirft ihn auf den Boden, bin ich eiskalt durch die Palette durch. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das tut, aber sie wird mich nicht bemerkt haben. Hello there! Brauche ich Victor für den ersten Hit oder gönnst du mir den so? Frage beantwortet, vielen Dank, guter Mann. Ich kann Victor nicht einlösen, weil der Haken direkt neben mir ist. Das ist unlucky. Oh, dass das nicht gezählt hat. Shit, Dikowski. Okay. Chillig bleiben, chillig bleiben. Ist einer wieder vor? Wir könnten an der dranbleiben. Sie wirkt tollpatschig. Ich weiß nicht, ob Tunneln die beste Idee ist mit den Zwillingen. Wir bleiben mal dran. Ich will sie irgendwo pinnen. Ja, das ist gut. Damit sie da nicht weiterkommt. Sie läuft weiter. Okay, W-Shift, gute Idee. Dude, das Fenster war mies. An der Ecke kann ich nichts machen. Der Winkel ist nicht gut. Ich kann nicht genug Abstand nehmen, um den Sprung hinzukriegen. Chat, wir... Ich sag mal so. Das ist ein bisschen RIP gerade. Ist ein bisschen RIP. Ist ein bisschen RIP, unsere Situation. Unsere derzeitige Situation ist ein bisschen RIP. Fuck me. Das ist nicht gut. Da hinten sind mindestens zwei Leute dran, der leuchtet strahlend gelb. So gelb wie mein PP, seit ich, Das ist nicht gut, dude! Oh mein Gott! Was machen wir? Oh mein Gott, wir verlieren, wir verlieren, wir verlieren, wir verlieren, wir verlieren, wir verlieren. Oh mein Gott. Die Palette war gut, mit der Ecke da. Deine Hit, den ich verfehlt habe, war nicht gut. Shit. Fuck me in the ass, dude. So kann sie wenigstens nicht weiterheilen. Sind beide hier drüben. Nice, zum Glück ist sie so langsam. Oh, ist sie langsam, dude. Die ist so langsam. Gott, ist sie langsam. Okay. Und der andere Typ, der angeschwächt ist, ist hinter mir. Fast voll geheilt, aber eben nicht ganz. Wir tun so, als ob wir weggehen. Er hat sich selbst voll geheilt. Ah, das ist natürlich, praktisch, wenn man ein Medikit hat und das macht. Ich will nicht, dass die Ding sich auflädt, während ich in der Nähe bin. Scheiße. Radsporn? Alright. Wir müssen die jetzt tunneln. Koste es, was es wolle. Sie guckt kaum nach hinten. Das ist gut für uns. Und ich kann Victor gleich wieder zücken. Das ist auch super. Los, Victor. Mach mich glücklich. Komm schon, schnapp sie dir. Die Palette ist weg. Sie hat nicht mehr viel. Alright, okay, okay, okay. Es wird ein Slugfest jetzt gleich. Sobald jemand anderes an sie ranläuft, muss ich mit Victor intervenieren. Noch niemand da, um die Palette zu werfen? Etwas untypisch. Ist ja so schnell, Digga.
Was war das? Dann rutscht sie darüber. Aber er hätte mich blenden können. Ich hätte sie nicht wegnehmen dürfen. Wir brauchen die da hinten. Sie ist diejenige, die wir brauchen. Schnell. Go, go, go. Schnell, schnell, schnell. Sie hat mich gezogen. Nein, sie jetzt zu zweit. Ich weiß nicht mehr genau, wo sie hingerannt ist. Die Ecke hier vorne. Super schnell hochgeheilt zu zweit. Sie ist eingesperrt, sie kann hier nicht raus. Hab sie eingesperrt, Gott sei Dank. Sehr gut. Wenn ich sie jetzt in die Ecke einquetschen kann, kann mir nicht meine Taschenlampe was machen. Nice. Blocken bringt nichts. Okay, weiter geht's. Eine ist raus, aber das Game ist noch lange nicht gewonnen. Wir haben drei. Das Game ist noch lange nicht gewonnen. Drei Haken, alle auf derselben Person, das heißt, wir starten jetzt quasi neu. Das fand's auch nice. Nice. Okay, die Fee ist down. Skirtschucks jetzt, aber zackig, bevor die da alle fertig sind. Heilen sich anscheinend erstmal. Das ist die Schwachstelle der Zwillinge. Paletten an engen Ecken, wo Victor nicht genug Abstand nehmen kann, um rüber zu springen. Hinter mir war jemand? Und wenn mehrere Survivor da sind, um aufzuhelfen. Schnell genug. Wenn Survivor da sind, um aufzuhelfen. Das ist auch immer ein bisschen tricky. Ich hänge sie hier auf. Ist kein Skirtschuck, aber ich habe die andere halt hinter mir. Angeschwächt vor allem. Ist sie hier geblieben? No way! Die bleibt hier! Oh, Bruder. Okay. Victor? Du weißt, was zu tun ist. Ich hätte nicht gedacht, dass sie diesen Fehler macht. Heftig. TWNH. Ich heb auf, anstatt zu slagen, weil ich mir vom Slagen gerade nicht so viel verspreche. Ich will lieber die Skirtschutz haben, während sie nicht an den Gens sitzen. Die Verlangsamung könnte dafür sorgen, dass sie sich befreit. Wenn es das gewesen wäre, ne? Sehen wir irgendwo Blutspuren oder Kratzspuren? Nee, scheinen sie erstmal zu heilen. Die Frage ist, wo? Ich höre sie. Über mir, oder? Sie waren über uns. Ich glaube, sie waren hier. Jetzt wird die andere Richtung Haken laufen. Von da hinten aus. Wir wissen nicht genau, über welchen Weg. Ich will, dass sie in die zweite Phase kommt. Sehr wichtig. Ein sehr persönliches, wichtiges Anliegen. Da vorne war was. Nice. Sie ist in der zweiten Phase. Good job. Fuck, dude! Nein, 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 Victor, bitte! Oh, die da. Okay. Wo ist die letzte? Was macht die so lange? Will sie nicht retten gehen, weil sie ihren Balken schon fertig aufgeladen hat? Oder was genau ist die Idee hier? Da geht sie retten. Wenn wir die Kate kriegen, ist es GG. Schade. Okay, außenrum. Je mehr wir ansprechen können, desto besser für Victor. Sobald ein zweiter
Killerinstinkt entsteht, werde ich Victor nehmen und mit Victor zusammen die Claudette anspringen, damit sie den Typ nicht heilen kann. Nice. Oh shit. Oh, ich bin gerade auf Cooldown. Oh, 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 oh. Jetzt kann sie den Dingsbums nicht aufheben, solange sie meinen Kollegen auf dem Rücken hat. Sehr gut. Erst jetzt kann sie dem Jeff aufhelfen. Das war genau die Zeit, die ich gebraucht habe, um die Kate zu töten. Haben sich sehr schnell geheilt. Ui. Wie macht ihr das so schnell? Ich nehme an, die Claudette hat We're gonna live forever oder so ein Shit. Okay, wir haben's. Der Anfang war rough, Chat. Not gonna lie, der Anfang war super rough. Aber ich glaube, wir haben's. Jeff ist wieder vollgeheilt. Schubst mich aber auch rum, ey. Schaffe ich das überhaupt noch? Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Zu oft hängen geblieben an der Wand. Also machen wir Folgendes. Victor bleibt auf ihr sitzen. Und Charlotte läuft die Generatoren ab. Ja. Würde mich interessieren, was die so dabei haben, dass sie sich so schnell hochbekommen. Die Perks können wir uns gerne angucken, klar. Man kann sich an Victor anschleichen, ohne dass Victor das mitbekommt. Das klappt, wenn man in der Hocke ist. Wenn man in der Hocke an Victor... Oh. Können sich nicht heilen. Habe ich gegen den Jen getreten? Ja. Er muss jetzt auch erstmal Victor wieder abschütteln, bevor er ihr aufhelfen kann. Das gibt mir Zeit, ein bisschen aufzuschließen, wenn noch nicht vollkommen. Da vorne sind sie. Jetzt kann Victor beide Blutspuren aufnehmen und einpfeffern. Los geht's, Victor. Mach mich stolz. Und sie habe ich auch schön hören. Sie war direkt neben mir. Das hat doch geklappt. Oh, okay. Scheiße. What the fuck? Ihr seht, bevor ich da bin, können sie sich immer wieder aufhelfen. Der Nachteil der Zwillinge, wenn Survivor zusammen agieren, statt einzeln. Machen sie gut. Machen sie sehr gut. Ich hab da noch Blutsprung von den anderen. Ist durchs Fenster. Und dann ist sie... Healer. Hier drin. Okay, Rabenfrosch, danke schön für den Raid. Hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt. Schönen guten Abend. Hallo. Oh. So, ihr seid ja fleißig. Ihr seid ja sehr schnelle Heiler. Wie habt ihr das denn geschafft? Nicht vergessen, Perks schauen. Ja, wir können uns gerne die Perks angucken. Ich dachte, das wär's. Was war unsere Aufgabe, Chat? Pumpkin smashen, ne? Shit. Haben wir noch welche? Ich habe keinen einzigen gesmashed. No. Ich bin ein kleines Schweinchen. Hier ist einer. Okay. Steven, das Baby schreit die ganze Zeit.
Es ist definitiv von dir TVN-Drama. Weil ich auch viel schreie? Was soll das denn heißen? Stella, danke für die 9 Monate. Vielen Dank, dass du schon so lange mit dabei bist. Hallo. Und danke, Habi, für die Bits. Hi. Meint ihr, die haben alle Familie und machen so Zusammenkünfte und haben zusammen mit Freunden und Familie Spaß und machen so Halloween-Partys? In Brandenburg schon? Meint ihr, die Brandenburger sind rübergekommen, um bei mir einzukaufen? Maybe. Ja? Sie ist One-Shot. Sie muss nur mir in die Arme laufen. Macht keinen Sinn. Yeah! Trickster Man! Wolltest du mir entfliehen? Ich glaube nicht, süße kleine Maus. Ich hasse diese Map. Oh, willst du in den Keller? Nein, du willst in den Keller. Aber du kommst da runter. Okay. Kalte Rose, danke für die 30 Monate. TVNGASMTVNUHTWNWiggle. No way. Halloween. Also. Halloween ist in Deutschland nicht so groß. Wir haben fast 3 Gens fertig. Okay, der da hinten, der draußen ist geblockt. Oben ist einer geblockt. Sie sind alle auf der anderen Seite der Map. Wenn jemand an mir vorbeilaufen will, kann er machen, aber ich sehe ihn dann wahrscheinlich bei der Überquerung. Yep. Dranhängen und unbedingt die will durchziehen. Ich bin mein kleines Schweinchen. Was geht, TVNH? Wieso sind die alle? Wieso sind die so viele Leute? Verpisst euch! Shit, Junge, ich habe fast 2 Gens verloren gerade für die Aktion. Ich krieg keinen Scourge. Meine Scourge-Schocks sind alle gigaweit entfernt, Dude. Wartet. Sie hat eine Weile nicht gestruggelt. Das ist gut. Okay. Das ist der Einzige in der Nähe. Chat, I don't know. Ich habe das Gefühl, wir verlieren. Ich fühle mich genauso schlecht wie letzte Runde mit den Zwillingen. Bevor es besser geworden ist. Ich weiß nicht, ob es hier auch besser wird. Survivor Nummer 2 und Survivor Nummer 3 sind die, die wir am Po haben gerade. Nächster Gen weg. Die sind zu schnell. Ich kann das nicht. Ich kann da nicht entgegenhalten. Nicht ausreichend. 2 Leute heilen sich da vorne. Soll ich hinterher rennen und sie fokussen? Das Problem ist, sie hat Ultra-Vorsprung leider. Blutkonzentrierer. Haben sie auf der anderen Seite gerettet? Die Angriffsschwäche läuft. Und die hat noch so viele Paletten, die sie einfach pre-throwen kann. Bisher verzichtet sie darauf. Vielleicht macht sie das auch weiterhin. Das dauert so lange, bis ich die erreiche. Ich bin so ein langsamer Killer, Dude. Aber ich muss ja irgendwie hinterher. Was soll ich denn sonst tun? Zurück zur Palette, maybe? Die ist so schnell, du, die kannst du 110% Killer. Seht ihr das? Ist das normal, dass man jemandem so lange hinterher rennen muss, um die zu kriegen? Dude! Ich laufe zum dritten Mal diese scheiß Runde hier! Und jetzt habe ich
Leute in der Nähe, die gewillt sind, die Scheiße zu werfen! Oh mein Gott, ich krieg sie da nicht raus. Ich krieg sie da nicht raus. Was soll ich tun? Ich krieg sie da nicht raus. Ich schaff das nicht. Die werden werfen. Sobald ich versuche, sie aufzuheben, sind sie da und werfen. Sie sabotieren sogar die Haken. Die sind in der Nähe. Ich kann sie nicht einfach aufheben. Geht nicht. Warte, die ist relativ weit weg. Ich hoffe, ich bin außer... Okay, lass mich überlegen. Wir haben Nöt und No Way Out. Kann man damit irgendwas drehen jetzt am Ende? I don't know. Der Gen hier oben ist fast fertig. Danach werden sie runterspringen und sie retten. Wenn ich campe, kriege ich Probleme. Wenn ich hier bleibe, kriege ich Probleme. Alles Probleme. Haben sie gerettet. Und wenn ich jetzt wieder hinterher renne, bin ich eine Million Stunden damit beschäftigt, dran zu bleiben. Wir versuchen so ein bisschen einen anderen Weg zu gehen, damit sie vielleicht auf dem falschen Fuß erwischt werden. Ohne Messer jetzt hinterher? Macht das Sinn? Chat, ich bin wieder eine Million Stunden jetzt am Laufen, vor allem wenn sie Made for This hat. Dann bin ich nicht mehr 10% schneller, sondern nur 7%. Ohne Messer an meiner Seite. Was ist das? Der andere wurde schon wieder aufgehoben. Ich kann das nicht, ich kann nicht. Wir haben verloren. Wir haben verloren, wir haben verloren. Ich kann das nicht mehr drehen. Ich kann nichts mehr tun. Es ist GG. Leider. Wir können nicht mehr helfen. Ja. Sie brauchen nur den einen Gen, der ist schon auf 50. Die ist jetzt auf der anderen Seite der Map und wird sich nie wieder zeigen. Trust me. Sind wir zu weit weg. Wir können es mit den Skirtschucks probieren, aber das ist nur Tropfen auf dem heißen Stein. Und die Skirtschucks sind nicht mehr in der Nähe. Und dann die Anti-Camp-Mechanik. Okay, pass auf. Die werden den Gen jetzt eh fertig machen. Aber... Und wir haben Nöt. Wir haben Nöt und No Way Out, okay? Wir warten, bis sie fertig sind mit dem Gen. Bleiben hier stehen, die Anti-Camp-Mechanik wird außer Kraft gesetzt und dann versperren wir den Weg zu ihr mit Noit. Sie wurde gerettet, okay. Fuck me, dude. Wir brauchen so viel Glück, wenn das klappen soll. So unverschämt viel Glück. Die Granate aufpassen von hinten. Ich bin nicht mal geblendet. Das war ein D-Strike, okay, verstehe. Adrenalin auch noch. Mist. Keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Es ist vorbei. Wenn ich jetzt mein Nö zeige, rennen sie einfach raus, ohne Probleme. Ich muss also mit dem Messer den Kill kriegen. Ich muss mit dem Messer den Kill kriegen, damit sie nichts vom Nö wissen. Okay, sie wissen noch nichts von Nöt, sie haben aber No Way Out jetzt aktiviert, soweit. Vielleicht stellen sie sich jetzt in den Weg und ich kann sie sluggen, aber nicht alle. Das wird nicht klappen. Sie haben hinter mir sabotiert. Ich brauche jetzt noch eine Geisel, am besten ohne Nöt ins Spiel zu bringen. Da vorne. Am besten ohne Nöt ins Spiel zu bringen. Sie dürfen davon noch nichts wissen, Chat. Messer sparen, so gut wie es geht. Jeder Schuss ein Treffer. Sehr gut.
Schön dranbleiben. Ich habe noch 9 Messer. 7 oder so braucht man für den Hit, glaube ich. Noch haben wir nöt, noch haben wir nöt, noch haben wir nöt. So wird das nichts. Ich muss öfter treffen. Ich habe nicht mehr genug. Ich brauche mehr. Jetzt wissen sie, dass ich nöt habe. Ich musste leider draufhauen. Ich wollte nicht, aber ich musste. Zweite. Die andere ist aber leider am... Der andere ist am Tor und der kann einfach aufmachen und rausgehen. Slagen bringt so nichts. Es ist denn erst ganz kurz gekommen, um zu helfen. Aber wahrscheinlich steht er am Tor und macht auf. Ich bin ein kleines Schweinchen. Wenn er am Tor ist, ist er auf der anderen Seite der Map. TWNH, hallo Herr Campertown. Hey, hallo. Was machen wir, Chat? Schicken wir ihn raus? Er steht am Ausgang, er will nicht raus, er traut sich nicht. Wie kann ich den anlocken? Wie kann ich den anlocken, Chat? Wie kann ich den anlocken? Es geht nicht. Ich tue so, als ob ich nicht wüsste, wo er ist. Wie kann ich ihn anlocken? Wir müssen ihn irgendwie anlocken, Chat. Please. Klimper mit den Augen? Wenn ich so tue, als ob ich ihn nicht sehe und er dann sich umdreht und so, wenn er immer näher kommt? Vielleicht macht er ja einen Fehler. Vielleicht macht er einen Fehler, Chat. Who knows? Er steht einfach nur doof rum. Er ist raus. GG. Ah, diese scheiß Map, scheiß Made for This, scheiß hinterherlaufen, eine halbe Stunde, gottverdammte Kacke. Wenigstens bluten die aus, die Schweine. GG. GG, GG. Unlucky, unlucky. Hat sich aber auch keiner die Map gewünscht. Ich wollte einen Witz mit einem gelben Bagger bringen, aber ich habe Angst vor dem Timeout. Deshalb nun ein anderer. Pass auf. Mein letzter Besuch beim Friseur ist auch schon wieder long hell. Wie nennt man eine Hexe in einer Wüste? Sandwich DWNDTWNDTWNDTWNDTWNDTWNDTWNZIP. Long hair. Long hair. Das ist schon funny. Ja, hab ich gecheckt. GG. Nicht GG, wenn ich verliere, ist immer BG, Chat. Was heißt verlieren, aber ja gut, es sind halt keine 4 Kills, das heißt fucking Reset. Shit. Na, hast du Spaß? Hey Jane, nein, ich hab versagt. Das ist das Gegenteil von Spaß. Wolfi, danke für die 14 Monate. Kumpelblase, danke für die 20 Monate. Schönen guten Abend, hallo. Case Win? Ja, aber im Rahmen der Challenge wollen wir jedes Mal 4 Kills. Sorry, wolltest du gerade ausbluten? Sieht so aus, als hättest du 0% Lebensbalken. Wäre echt mies, wenn dich jemand aufhängen würde jetzt. Ja! Sterb, blöde Kuh. Meinte die Luke spawnt unter dem letzten? No way. Aber wir hätten jetzt noch Pumpkins zerstören können. My bad. Wie oft haben wir jetzt schon neu gestartet? Ach so, 1-2 Mal. Unter anderem will ich mit euch Don't Scream spielen, was ja jetzt rausgekommen ist. Das Spiel mit der Mikrofonerkennung. Da bin ich sehr gespannt drauf. Hier links hat jemand eine Krähe aufgeschreckt.
Krähen. Oder ist sie zurückgekommen? Hier sind zwei Krähen. Was war... Was genau ist hier denn passiert eben? Das verwirrt mich ja. Den Pumpkin hätte ich zu gern für die Quest getreten, aber... Chat, wir müssen jetzt erstmal jemanden an den Haken befördern. Hallo Master, Schwabbel TVNH, TVNHI, ich hoffe, dir geht es gut. Oh, ich komme nicht beschweren, wie geht's dir so? Hallo. So weit, so gut. Ich würde hier sehr gerne noch weitere Fallen aufstellen in der Gegend. Hab nur Angst, dass wir zu lange am Haken rumstehen. Schnell weg, bevor sie sich befreien kann. Verdammte Anti-Camper-Mechanik. More like Anti-Schwabbel-Mechanik. Hehe. Weil ich doch so viel campe. In Klammern tue ich gar nicht, ist nur ein Spaß. It's just a prank, bro. Wenn er sich von alleine befreit. Sie müsste in die... Oh, das hat niemand gesehen, okay? Das hat niemand gesehen! Zurück mit euch! Zurück mit euch! Hinfort mit euch! Na los, weg mit euch! Zack, zack! Wenn ihr die Dame da hinten am Haken nicht bald rettet, dann geht sie tot. Das wisst ihr genauso gut wie ich. Ihre Zeit läuft. Und ich bin nicht am Campen. Kann mir keiner sagen. Nicht wirklich. Bro, ich dachte, ich habe noch ein Coup de Grâce. Ihr Timer ist bald voll. Sie kann sich gleich von alleine befreien. 100 pro. 100 pro. Ich bin so lange an ihr vorbeigelaufen. Ja, sie hat sich von alleine befreit. Okay. Nicht so wild. Die sind alle zu spät. Alle zu spät. Feng Min war das, ne? Feng Min ist in die zweite Phase gerutscht. Und danach war erstmal Stillstand. Meine Feng Min ist hier in der Nähe. Habt ihr gesehen? Oh, meine Feng Min ist hier. Oh, meine Feng Min ist hier. Oh ja. Ist sie schon mit vorbei? Die ist noch in der Ecke. Hier ist sie, Chat. Da ist sie. Hab sie. Oh, Sprint, okay. Dachtest du, ich zertrete die Palette? Ich habe mich einfach nur davor gestellt und sie angeguckt. Mach ich das nochmal? Oh, jetzt passt er auf. Gut. Ja. Zumindest hatte die Aufmerksamkeit von der Dead on Hook Feng Min weggelenkt auf sich selbst. Feng Min wieder einzufangen wäre ganz gut. So oder so haben wir einen guten Start. Zwei Leute Dead on Hook. Nummer 4 und Nummer 2. Hat sie aufgepasst? Ja. Aber der extra Meter um die Falle herum hat ihr jetzt das Leben gekostet. Erste Person down. Den Generators nachzuurteilen. Waren beide Survivor ziemlich weit weg vom Haken, wenn ich das richtig gesehen habe. Das bedeutet, die haben jetzt ganz schön eine ganz schön doofe Situation erschaffen. Denn wer soll retten gehen? Ich bin ein kleines Schwein.
Wer soll hier retten gehen? Der ist doch gleich tot, der arme Mann. Oh shit, da, okay. Hallöchen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Wochenstart TVNH. Er stöhnt nicht, Chat. Er hat off the record. Kurzer Hit auf den Popo. Dann den Pumpkin für die Quest. Dann aufhängen. Ja, was war das? Hallo. Okay, gute Falle. Jetzt kann der Surferboy kurz retten gehen, aber das Game dürfte vorbei sein. Melody, danke für die 34 Monate. Nun vielleicht, danke für die 47 Monate. Hallo, Katniss. Ich höre die doch stören hier. Oh, die Hallensichter. Made for this wahrscheinlich, ja. Nee. Doch. Nee, doch. Glaube schon. Er hat sich sterben lassen. Es hier. Oh. Okay. Mögen sie alle draufgehen? Umfrage hatte ich gemacht, ne? Für diese Runde oder habe ich die vergessen? Ich glaube, wir haben eine gemacht. Hast du? Okay, gut. Danke. Ich würde super gerne noch Pumpkins zerstören, bevor die letzte die Luke findet oder bevor ich sie finde. Da ist einer. Das war's. Okay, Quest ist erledigt. Nice. Wir haben no way out. Das heißt, der Escape für die junge Dame ist quasi unmöglich, vor allem gegen den Trapper. Mit Late-Game-Perks. So, sie hat das jetzt frühzeitig ausgelöst, das Perk. Hätte also theoretisch nach Ablauf der Fähigkeit nochmal die Chance, an die Tore zu gehen und die rechtzeitig zu öffnen. Aber die Minute, die ich jetzt habe, wo die Tore verschlossen bleiben, kann ich nutzen, um Bärenfallen aufzustellen. Und ab da ist halt GG. Sobald sie hier eine Falle wegmacht, sagt sie mir Bescheid, dass sie da ist. Ich komme zu ihr rübergelaufen und gebe ihr einen Klaps. That was. Hey Shark, moin. Wir sind gescheitert mit dem Trickster. Da haben wir 3 Kills geholt. Nicht 4. Muss nochmal von vorne anfangen. Ich hatte aber auch Glück. Also hätte auch nur 1 Kill werden können. Die Runde war nicht gut. Gar nicht gut. Ja, ich denke, die dürfte gesehen haben, dass sie keine Chance mehr hat. Sie kommt auch runter? Hm.
GG. Robert, danke für die 49 Monate. Vielen Dank. Hallo. Wo sind unsere Schweinchen gespawnt? Da vorne ist ein Schwein. Schwein. T-Bex, what the fuck? Was hab ich dir getan? Ist doch kein Schwein. Die ist fast so schnell wie ich. Wait for the seconds. So. Skirtschuk wäre super. Sieht aber so aus, als ob getankt wird, wenn ich sie dahin trage. Also bringen wir sie wieder zurück. Hier war nämlich so ein gut aussehender Kerl, der mir Ärger machen wollte. Yep. Oh, Bodyshaming? Ich hätte auch gedacht, dass man da durch kann. Stimmt schon. Hatte die T-Baggerin eine Taschenlampe? Nee, ne? Ich glaube, die hatten nur drei Medikits. Diesmal kriegen wir einen Skirtschuk. Robert, danke nochmal für die 49 Monate. Arnie als Survivor? Arnold Schwarzenegger? So Terminator oder... Achso, als Survivor im Predator-Chapter? Ey! Das war mein erster PN100-Charakter, Arnold Schwarzenegger. Bin ich voll für. TWNH. Okay, Chat, was wir jetzt machen ist, wir rennen zurück Richtung Haken. Und gucken, ob die sich da heilen. Weil, ich meine, wir sind Hit and Run, Chat. Wir sind Hit and Run. Hat ihr gerade noch ein Pumpkin zersmashed? Junge, du hast ja. Er stöhnt nicht, oder? Das heißt, er hat off the record. Das Fenster nimmt er nicht. Okay, Leon ist, glaube ich, ein bisschen tollpatschig. Das können wir uns zunutze machen. Hier ist die Palette schon weg. Oben das Fenster wird er wahrscheinlich nicht erreichen. Schade, dass mein Joel zu spät kam. Wir hätten die Jen sonst retten können. Skirtschuk ist mir ein bisschen zu weit weg. Jetzt gehen wir wieder mit Nurses Corning rum und gucken, wie die sich heilen. Ich habe hier ein paar Kratzspuren. Kombiniert mit Blut, also waren sie gar nicht an Heilung interessiert. Flores 43 Dancing Ghost. Der tat noch hinterher, okay. Die pushen die Gens nebenher ganz schön. Wird schwierig auf Dauer. Und er hat die Shack. Fuck that shit. Okay. Der Astronaut war relativ tollpatschig, right? Der gerade von zwei Ladies gleichzeitig geheilt wird. Wäre also gar nicht mal so schlecht, wenn wir den als erstes holen. Sind beide da rein? Tatsächlich. Das ist ja lustig, okay. Haben einen Geist gerettet, dadurch Borrowed Time. Das ist eine Tragedy, du. Ich weiß nicht so genau, wen ich fokussieren soll in der Situation. Ihn wieder, weil er topatschig ist? Maybe.
schafft er nicht raus, wenn er selbst in der Weg. Das dauert zu lange. Rein geht schnell, raus dauert lange. Wenn er immer wieder hier reinrennt, weil er das seinen Kumpels nachmacht, dann stirbt er auf Dauer. Vielleicht tut er mir den Gefallen und macht das noch öfter. Oh, Chat, was passiert hier? Danke. Sorry, dass ich so abgelenkt bin. Ich würde dann kurz für Move and Speed. Tür, danke für die 5 verschenkten Subs und den 47. Monat hier. Vielen lieben Dank für den Support. Tut mir leid, dass ich so abgelenkt bin. So. Skirtschuk, ich glaube, die hatten wir noch nicht. Der Gender rechts hat Schaden genommen. Da war aber niemand mehr dran jetzt gerade. Kommt hier jemand angelaufen? Die WN Wiggle. Hier ist jemand. Ich will den interrupten. Sehr gut. Ich will ihn schlagen, damit sein Off-the-Record direkt getriggert wird. Den können wir schnell wieder einfangen, weil er Top-Punch ist. Off-the-Record ist das Einzige, was ihm ich weiß nicht, was ich schreiben so soll. TWN kackt also nur. Hallo an alle TWNL. Warte, wo ist der hingelaufen? Oh, sie wäre auch gut. Oh, sie wäre auch gut. Sehr gut sogar. Sie ist dead on hook, wenn ich sie kriege. Sie hat einen Dead Heart, das wissen wir. Kann auch sie nehmen. Aber shit, die andere hätte ich lieber gehabt. Ist ein bisschen schade, dass sie da die Dings erreicht hat. Kriegst du Panik? Zu lange am Mindgame. Kann ich einfach straight durchlaufen. Tut mir leid, dass ich abgelenkt bin, Chat. Die drei Gens, die waren relativ schnell fertig. Durch Jolt haben wir bisher nicht so wirklich viel rausholen können. Wir brauchen den Gabriel. Gabriel wäre super und die T-Baggerin. Endlich werde ich mein Prime so bloß. Ja, yeah, ist jetzt nicht unbedingt das, wonach ich gucke. Die drüben haben sich geheilt. Oh! Mein Lieblingsbursche ist dabei. Den brauchen wir. Den brauchen wir. Sind beide Dead in Hook. Ist mir scheißegal, wen ich zuerst hole. Die T-Baggerin wird so oder so sterben. War das ein Dead Heart? I don't know. Okay, Chat. Der müsste Dead in Hook sein. Sehr gut. Die T-Baggerin hat sich erstmal Richtung Shack zurückgezogen. Da lassen wir sie auch erstmal alleine. Wir kriegen die noch früh genug. Wir machen erstmal drumherum alles weg. Da wird sich gehalten, also Colin macht seine Sache super. Nice. Hat sie nicht reingeschafft. Wir wackeln nochmal so ein bisschen mit dem Kopf, um mir zu zeigen, dich hängen wir nicht auf, dich lassen wir liegen. Eiskalt reingehen. Könnte sein, dass die Portale sich gleich auflösen, dann würde sie direkt wieder vor meinen Füßen landen. Ich glaube, die Portale sind schon eine ganze Weile aktiviert. Die heilen sich da gerade. Nice. Wir nehmen zuerst Emot. Hi. Hallo. Ist wieder raus. Aus welchem Portal ist sie rausgekrabbelt? Muss eins sein, dass etwas weiter weg ist. Die werde ich so schlagen und das wird sich so geil anfühlen. Oh, scheiße. Aber erst schneiden wir das Unkraut weg. Alles, was nicht dazugehört, kommt erstmal weg. Und dann werden wir 4 Minuten lang dabei zugucken, wie die T-Baggerin ausblutet, weil sie uns unterschätzt hat. Weil sie uns disrespected hat. Das Unterschätzte ist gar nicht mal das Schlimme.
Sie ist befreundet mit dem Leon. Aber Leon hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Deshalb werde ich den Leon wahrscheinlich aufhängen. Aber die Maggie nicht. Die muss leiden, Chat. Maggie muss leiden. Aber die ist schon weg, ne? Was hat er bei Balanced Landing? Was genau? Tatsächlich. Oh. Oh ja, ich bin auch. Wir können unsere Quest noch machen, Chat. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend, TWNHTWNs Lörb. Quest ist erledigt. GG. Jetzt nochmal. Tut mir leid, dass ich so abgelenkt war. Danke, Luca, für die 52 Monate. Danke, Bassman, für die 37 Monate. Danke, Lockdown, für die 27 Monate. Danke, Kartoffelpuffer, für den Bit. Danke, Jin. Verzeihung, danke Jenny für die 47 Monate. Halli, danke für die 18 Monate. Thea, danke schön. Thea für die 5 verschenkten Subaronis. Liam, danke für die 44 Monate. Thea, danke für die 47 Monate. Jackie, danke für die 34 Monate im T2. Robert, danke für die 49 Monate. Hoffe, ich habe niemanden übersehen. Danke für den Support. Hallo. Könntest du bitte auch alle begrüßen, die Hi geschrieben haben? Hey Sky, danke für die 26 Monate. Wupp, wupp, schon 26 Monate im Schweinchenstall. Bleib wie du bist, die WN Hype TWN Jam. Danke für die süße Message. Hallo. Ja, das hat sich gut angefühlt, Junge. Das hat sich sehr, richtig gut angefühlt. Wir können schon mal eine Umfrage für die nächste Runde einleiten. Das war der Geist. Nach dem Geist folgt der Hillbilly-Chat. Annie! Danke auch dir für 3 verschenkte Subs. Dankeschön. Hey. Das ist sehr süß von euch. Danke, danke. Danke auch Jackie für die 11 Monate. Was ist denn hier los? Ich bin ein kleines Schweinchen. Ein kleines, hungriges Schweinchen. Guten Abend, ihr lieben TWNHI. Guten Abend. Hi. Meinte sie hat Adrenalin? No way. Muss ich dann Angst haben? Nein. Wo sind die Tore? Die Tore sind... Fuck that. Ich riskiere gar nichts, Junge. Die soll ausbluten. Haben wir das Offering geworfen? Ja. GG. Ich kann den Link nicht kopieren. Rechtsklick. Adresse des Links kopieren. Okay, das klappt auch. Schuh, Schuh. Shee. Geht's schon los? Oh mein Gott. Ist noch nicht lange, oder? Ich habe gar keine Geräusche gehört. Ich war so damit beschäftigt, die Webseite einzustellen. Oh. Na. Der ist gerade erst losgegangen. Wir haben bestimmt nicht viel Zeit verschwendet. Alles gut, Chat. Ich kann nicht, Dude. Auf Carla angreifen ist so lame. Jetzt bist du wieder da.
Waren da überhaupt noch Kratzspuren? What the fuck? Schön dranbleiben, Chat. Schön dranbleiben. Im Idealfall gehen wir eh wieder hinterher. Yep. Sie ist sehr leise. Haben... Chat, was für Bugs sind gerade im Spiel? Was sind so die gängigsten Bugs, von denen man weiß? Ich habe das Gefühl, dass mit der Lautstärke des Survivor hin und wieder was nicht stimmt. Und ich habe das Gefühl, dass die Walls verbuggt sind häufig. Dass wenn Survivor durchs Fenster springen, dass, Shit. Dass wenn Survivor durchs Fenster springen, dass sie dann nicht in einem Stück runterfallen, sondern teilweise teleportiert werden zum Boden. Kleiner als 3. Weibliche Walls immer Medium. Oh, dass sie wieder, dass so die Männer drüber springen können und die Frauen nicht. Das gab es doch in der Vergangenheit schon mal. Ich dachte, das wäre gepatcht worden. Ehrlich. Scheiße. Okay. Okay, okay, okay. Die Angeschwächte wäre super. Gucken, ob die einen Fehler macht und so ein bisschen mich reinläuft. Den aufgepasst, oder? Chat, das ist nicht gut. Die Runde wird scheiße, glaube ich. Wo ist sie? Ich habe gar keine Kratzspur mehr gesehen. What the heck? Oh mein Gott, da waren keine Kratzspur mehr, Chat. Ich habe versucht, den Weg abzuschneiden, aber da war nichts. Warte, die wollen sich retten gehen. Oder sie wollen an den Gen. Oh mein Gott, das ist super schlecht. Wo ist sie denn hin? Ich dachte, ich trick sie aus, aber sie hat mich ausgetrickst, allem Anschein nach. Das ist nicht gut. Das wird ein Lose. Das wird ein fetter Lose. Ein dicker, fetter Lose und ich habe ihn verdient. Habe ich? Keine Ahnung, aber so wird's halt jetzt enden. Flink, okay. Fenster hat er ignoriert. Hofft auf eine weitere Palette. Hofft auf die Shack. Interessant. Nö. Skirtschuk wäre möglich oder Keller. Keller ist leider im Haupthaus. Da wird also erstmal nichts draus. Ohne Addons auf der Säge. Die meisten Addons sind scheiße. Die meisten Addons bringen leider nicht so viel. Hibbili wurde von der Welt im Stich gelassen. Ist leider so. Nice. Bitte kein Destroy. Oh. Da hinten ist ein Po hinter dem Gen da vorne. Gucken, ob wir den Po wegmachen können. Okay, so auf jeden Fall schon mal nicht. Die haben sich schon wieder gerettet. Wenn sie sich so schnell retten, kann man gut tun. Hier vorne ist er. Oh ja. Der hat nur die Shack zur Verfügung stehen. Danach ist es aus. Aus dem Haus. Er ist außen rum. Mal gucken, ob er darauf reinfällt. Schade, leider nicht. Ja, wir müssen ihn jetzt schnell drankriegen, ansonsten... Selbst wenn wir den schnell dran kriegen, wird es ein bisschen eklig. Bereitet euch darauf vor, dass das hier so ein bisschen widerlich wird jetzt. Morsch. Nächste Palette. Mal gucken, ob er die übrig lässt, wenn ich nur so tue. Nee, er zieht jedes Mal. Er spielt sicher. Ich wünschte, er würde ein bisschen cocky spielen.
irgendeinen Fehler machen. Wir müssen jetzt von Palette zu Palette. Geist hat mich kurzzeitig verlangsamt. Wir tun jetzt so, als ob wir hier da durchsteigen. Selbst auf den Bambuseltrick passt er auf. Er will nicht den Fehler machen, zu früh an mir vorbeizulaufen. Und Adrenalin. Ja, das war doch mal eine geile Billy-Runde, oder? Oh. Den kriegen wir vielleicht tot und dann müssen wir Geiseln nehmen und aufs Beste hoffen, aber je nachdem, wie viele Paletten sie hier noch haben, befürchte ich, dass das nichts wird. Das war verkackt, nice. No Way Out ist noch aktiv. Noch können sie nicht raus. Ich kann jetzt ihn killen und dann können wir vielleicht noch jemanden Geiseln nehmen. Ab jetzt können sie aufmachen. Eine Person ist schon da hinten und versucht sich am Tor. An der Shack. Ich muss ihn davon abhalten, zum zweiten Tor zu laufen. Das wollen wir nicht zulassen. Also ruhig einmal durchspringen. Ich will nicht schlagen, weil ich ihm damit nur Speed geben würde. Ich will ihn sägen, Chat. Ein Tor ist jetzt mit Sicherheit eh schon offen. Weiter von den Dingern wegtreiben. Und dann sind wir fein raus. Blattlast aufbauen. Und ihn von den Toren weghalten. Vielleicht können wir dann so ein bisschen... ich hätte ihn gekriegt, wenn ich das durchgezogen hätte. Oh, das ist nicht so gut. Jetzt habe ich das Problem, dass ich ihn nicht von den Toren weghalten habe. Aber... das ist gut. Alright. Das ist gut. Jetzt kommt darauf an. Jetzt kommt es drauf an, ja. Ich gehe wieder auf ihn zu, tue so, als ob ich ihn rausnehme. Er fällt nicht darauf rein. Ich dachte, er läuft in mich rein. Er will rausgehoben werden. Damit die direkt tanken können, oder was? Gehen wir 2-2 raus? Im Endgame ist auf jeden Fall die Anti-Camper-Mechanik nicht mehr aktiv. Schaffen wir es hier, zwei Leute zu one-shotten, bevor sie einer ist da vorne? Wir sehen die Kratzspuren. Ich habe hier den Weg versperrt. Weg versperrt! Ich hab sie geblockt. Das war ein Fehler von ihr. Und die andere war... die ist am Ausgang, die traut sich wieder nicht. 4%. Warum? Spiel? Gönn mir doch ein bisschen was! Der ist ja mir vorbei. Sie ist bei mir vorbei. Wir blocken so ein bisschen. Schade. Diese 4%, Digga. Egal, 2-2, nicht so schlimm. Besser wir scheitern hier als irgendwo weiter hinten, 20 Killer entfernt oder so. Ist okay. Ah, zu welchem Tor wollte sie denn? Oh, sie ist hier. Okay. GG. Hey Christian, guten Abend. Dafür läuft Dead Signal bestimmt besser. Ich glaube seit dem Patch, wo man nur 7 Sekunden sich vor dem Hitman verstecken muss, ist es einfacher, weil er einem nicht mehr annähernd so viel Zeit klaut wie vorher. Israel, danke für die 29 Monate. Hallo. Ich gehe mir gleich noch neues Wasser holen, Chat. Ich küsse dein Herz. Mein Herz ist angewidert und ruft die Polizei. Ruf stattdessen lieber jemanden, der mir die Frage beantwortet. Außerdem ist dieser Skin der beste. Ja,
Ihr habt alle keinen Geschmack. Weiche von mir, Dämon. Bald kommt ein Skin für Chopper. Der Bär, ne? Der Teddybär. Bestimmt lustig. Auf den freue ich mich auch schon. Lieber Schwabbel, danke für 49 tolle Monate. Und danke für deine Hilfe bei Vegans. Ich konnte nun meine Bestellung abgeben und habe Versandkosten gespart. Zusätzlich freue ich mich auf den veganen Camembert, den ich durch deinen Code Schwabbel gratis zu meiner Bestellung dazu bekomme. TWNA, ja, ja. Gib mir gerne Feedback dazu. Dankeschön. Freut mich, dass es jetzt geklappt hat, alles. Digga. Zack. Hört auf, meine Fallen zu entschärfen. Ich hasse euch. Stop the count. Stop touching my stuff. Hier oben haben sie auch entschärft. Die Palette hier rechts wäre halt schön, wenn sie die geworfen hätten. Aber der Jeff wusste, dass das eine gute Palette ist und dass er die noch ein bisschen aufheben sollte. Digga, wie oft willst du die Palette noch antäuschen? In dein scheiß Fleisch, Junge. Ich bohre meine Waffen in dein Fleisch und labe mich an deinem Blut. Okay. Weitermachen wie bisher. Er dachte, er könnte eine komplette Runde laufen nochmal. Falsch gedacht. Okay. Unsere Skirtschucks sind... Schaffen wir das dann noch runter? Ich trau mich nicht. Hätte klappen können, aber... Hätte auch nicht klappen können. Sie haben zwei Gens fertig. Nicht so sexy. Okay. Hallo, Bill. Wir haben wieder so getan, als ob wir geblendet wurden, was aber gar nicht der Fall ist. Kratzspuren Richtung Haken, der wird also gleich gerettet, der junge Mann. Musste vorher aber meine Falle wegmachen, das bedeutet... Guten Tag, der Herr. Ich wollte schon eine Vermisstenanzeige aufgeben. Wie war die Venus eigentlich? Hat das deine Aufklärung gut getan? Ich hoffe aber, du hast deine Mutter zu Hause gelassen, Kekflaug. Ich hab ganz viele Sachen gelernt. Ganz viele Sachen gelernt. Drei Gens und zwei Haken ist irgendwie nicht so ganz das, was ich mir vorstelle, wenn ich DBD spiele. Und Skirtschuk ist wieder zu weit entfernt. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm, Chat, nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Dafür haben wir ja diese Kackpalette, die wir zertreten können. Die kann jetzt nicht noch einmal genutzt werden. Nicht, dass sie vorher irgendjemand genutzt hätte, dass sie vorher irgendwie Interesse von Interesse. Da wäre wieder jemand. Auf mir die Augen, du kleiner Scheiße. So ist es gut. Mach weiter, die Paletten sind schon alle gezogen. Stehen sie sich hoffentlich so ein bisschen im Weg. Aber genauer sehen wir das dann gleich, ne? Er hat's versucht. Er hat versucht, für seinen Freund da zu sein. Es hat leider nicht geklappt. Hat nicht sein sollen. Mensch. Komm her. Komm zu Papa Chapa. Ihr wollt die Gens schnell machen? Dann mach ich den. Dann mach ich was anderes schnell. Dich töten. Bro, meine Skirtschucks sind so weit weg! Der springt in meine Falle, Chat. 3, 2, 1. Wenn er sich selber befreit, GG.
ob der seinem Kumpel noch rausgeholfen hat, obwohl er gerade getötet wird! Du bist so tot, Jeff, und ich werde es genießen, dich da leiden zu sehen und deinen Arsch zu nehmen und... Oh, ja, 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 sowas von... Ja, du bist so getunnelt, Bruder, ist jetzt getunnelt. Lass hier weg, ist richtig weg. So wie sie platt, du kleine Schlange. Heb den ruhig wieder auf, damit ich gegenseitig den Weg laufe. Heb den ruhig auf. Tust mir einen Gefallen, wenn du das tust. Danke. Made for this. 10 Sekunden Unsterblichkeit. Bloß schneller laufen. Nicht so schlimm. Also, dranbleiben einfach. Okay. Vielleicht lassen wir das hier, oder was machen wir, Chat? Jetzt muss er runterspringen, da wird er verlangsamt. Der andere stellt sich dazwischen, um genau das zu verhindern, dass ich ihn dadurch einhole. Alle hier vorne. Jen ist fast fertig. Ja, kann ich nicht mehr viel tun. Zu schnell. Gott, ist die BD heute so frustrierend. Okay, wir brechen die Challenge ab und machen nur noch Nurse, okay? Ich brauche so ein paar Runden Nurse, damit diese kleinen Ficker mit ihren scheiß OP-Perks mal kurz sehen, wer hier der Babbo ist. Holy shit, ist das nervig. Wir versuchen zu zweit durchzuziehen. Ich werde den Jeff fokussen und danach muss ich halt gucken, was wir tun. I don't know. Keine Ahnung. Sie wissen noch nichts von Nöd. Müsste bald gesperrt werden. Ist gesperrt für ihn. Er versperrt mir die ganze Zeit den Weg. Wenn ich ihn schlage, wissen sie von Nöd Bescheid. Das ist ein bisschen unlucky. Ich muss es zerstören, leider. Die haben noch so viele Paletten hier. Holy shit. Geht mir bitte aus dem Weg. Ich will doch nur diesen einen Wichser! Ich hasse Teamwork auf Maus 1 Kellern, Chat! Was soll ich denn tun, wenn ich den schlage? Wissen Sie von Nöd Bescheid und meine ganze Trumpfkarte ist im Arsch! Verfick doch mal aus meinem Weg, du Wichser! Okay, wisst ihr was? Jetzt werdet ihr alle gefickt von meinem Nöd. Alle in einer Reihe laufen sie da. Alle in einer Reihe, ihr kleinen Wichser. Tank nochmal, tank noch einmal. Do it, fucking do it, bitch. Be my fucking bitch. Komm her. Du da, du auch die ganze Zeit mit deinem dummen Gesicht, Alter. Nicolas Cage? Was für ein Schauspieler. Will ihn irgendjemand sehen? Ich nicht. Boah, Junge, lern mal spielen! Ohne Tanken seid ihr so schlecht! Haben sich gegenseitig aufgehoben am Dings. Er ist wieder unsterblich wegen Made for This. Oh mein Gott, ich. Ja. Okay. Alright. Alright, alright, alright. Essie. Die eine macht das Ding auf. Ich werde die rausscheuchen, in der Hoffnung, dass sie geht, anstatt da zu bleiben. Das hat sie aber nicht gern. Das Problem ist, mein Totem ist über mir, Chat. Wie soll ich das beschützen? Wie soll das funktionieren? Das kann nicht funktionieren. Sich da vorne. Made for this, sie können 10 Sekunden lang tanken. Können wieder tanken. Tun sie es aber? Nice. Diesmal habe ich abgewartet mit dieser scheiß 10 Sekunden Geschichte. Das hat die nicht so gut getan. Die Frage ist, heben sie den Typen neben mir auf oder kann ich die nochmal umhauen jetzt? Ja, die sind weg, glaube ich. Alle angeschwächt. Oh, nimm. 99% Tor? Okay. Nöd, jetzt offiziell gone. Wir sammeln kurz zwei Fallen ein, bevor wir zu dem gehen. Na, nur eine, bevor sie da zusammen sind und heilen direkt.
Was machen wir, Chad? Wo sollen wir ihn hinbringen, um ihn zu töten? Soll ich hier eine Falle hinstellen, damit sie sich direkt aufmachen können? Beide auf maximal möglichem Abstand. Ich weiß nicht genau, wo die Taschenlampe-Lady ist. Sie ist keine Gefahr mit der Taschenlampe, dank unseres Perks, aber ich will wissen... Nein, sie ist bei der Falle. Okay. Sie entschärft. Der hat sich irgendwie ein Insta-Heal gegeben, glaube ich, mit Speed. Kann das sein? Wenn wir den rausscheuchen können... Ich will ihn noch als Köder benutzen. Gegebenenfalls wissen sie noch nichts von Lightborn. Jetzt will er langsam raus. Muss ihn natürlich aufheben, bevor er das macht. Sie ist da vorne. Sie ist zu weit weg. Ich erreiche sie nicht. Vielleicht hat sie sogar Hope made for this. Ich überlege, welcher Raum der beste ist. Oh, sie ist gegangen. Okay, naja, 2-2. Okay, ich will nur noch ein paar Runden Nurse-Chat, okay? Dann machen wir. Wir machen so 5 Runden Nurse ungefähr. Lassen dabei so ein bisschen Heavy-Metal-Musik laufen. Ich bin ein kleines Schweinchen. Ein kleines, hungriges Schweinchen. Bald 2 Jahre voll. Schön, dass du wieder da bist, Schwabel. Kleiner als 3, hoffentlich hattest du ein schönes Wochenende. Ich hatte ein wunderschönes Wochenende. Und hallo, Chat, TWNHITWN, Wiggle, TWNH. Timbaland, beste Ära? Ich höre Timbaland gerne, aber vor kurzem wurde mir ein TikTok angezeigt, wo gesagt wurde, dass Justin Timberlake... Warte, Timberland und Timberlake sind unterschiedliche Sachen, oder? Oder hat Justin Timberlake ein Land wie das Legoland, was nach ihm benannt ist? Jedenfalls habe ich gehört, dass Timberlake irgendwie ein Comeback machen wollte, aber Britney Spears hat irgendein Buch veröffentlicht. Und jetzt können sie kein Comeback mehr machen, weil wahrscheinlich irgendwas Schlimmes über ihn drinsteht. Ich bin nicht so drin im Promi-Klatsch und Tratsch, aber anscheinend ist er ein schlimmer Mensch. Und jetzt weiß ich nicht... Oh, die sind fast fertig. Oh. Sie sind fertig. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich gehe ihm hinterher. Kriegt er noch eine Safe Palette? Ja, eine starke sogar. Da gehe ich voll Kanne rein. Ich will, dass er die wirft. Okay. Bierwolf, der hat für 55 Monate. Oh je, Schwabbel. Was denn? Wieso oh je? Tag. Was denn? OG? Bitte? Sprint, so wie es aussieht. Und Calm Spirit. Interessant. Wenn wir sie in die Shack kriegen und dann in den Keller, können wir die ganze Shack verbarrikadieren. Schade, dass ich hier keine Falle gestellt habe. Sie hat keine Lust auf die LT-Wall, so wie es aussieht. Sucht ihr vergebens nach einer Palette. Sehr gut. Wir hätten Shadowborn, Lightborn oder was auch immer wir dabei haben, rausnehmen sollen und gegen Jolt austauschen. Hier links ist noch eine Palette. Dann hat sie keine Wunder of Opportunity, das hätte sie sonst gesehen. Oh! Ich hoffe, der befreit sich selbst, das wäre giga gut, aber... Bestimmt war jemand in der Nähe. Ja, ihm wurde rausgeholfen. Schade. Okay. Okay. Zwei Gens gegen einen Haken getauscht. Wir müssen langsam Fahrt aufnehmen. Haben sich gerettet.
heilen sich unterm Haken, haben jetzt abgebrochen, weil sie bemerkt haben, oh, ups, ja, vielleicht war das doch keine so gute Idee. Ich glaube, sie ist relativ tollpatschig. Ich bin gewillt, mich an... sie hat gestöhnt und sie ist tollpatschig. Sie ist ein gutes Ziel zum Tunneln. Wirklich wie jemand, der Dead Heart hat. Hallo Schwabbel, wir haben gehört, du warst auf der Venus. Hast du dich dahin verlaufen oder wolltest du nur die ganzen Mütter deiner Survivor besuchen? Papa. Ich hatte da meinen eigenen Stand. Ich hab, ich wollte da nicht drüber reden, deshalb habe ich da so ein Geheimnis draus gemacht. Mir war das ein bisschen peinlich. Aber ich hab, einen eigenen Stand gehabt und... ich war da so ein bisschen am Schaukeln und hab so. Oh. Gehen bestimmt gleich mehrere Gens an, weil sie bemerkt haben, dass ich die rausfokussiere, die junge Dame. Das ist der richtige Konter zu dem, was ich hier tue. Ich werde hier folgen, denke ich. Wieder an die Oberfläche. Oh, sie ist mir in der Falle gelaufen. Nice. Ace ist hinter mir. Ich weiß nicht, ob er eine Taschenlampe hatte, aber genau deshalb haben wir von ihm weggeguckt. Alles easy. Jetzt dann mal, Rito. Wie viele Mütter hast du denn jetzt auf der Venus getroffen und warum hast du davon kein blaues Auge? Der WNHMM. Ich hab keine Mütter getroffen da. Was labert ihr? Zieht mich eigentlich. Wieso ist er mich reingelaufen? Dachte er, er loopt besser als die andere? Ja. Okay. Danke. Das ging schnell. Das dürfte die anderen jetzt natürlich so ein bisschen ärgern. Ich würde die Gens gerne abchecken, aber die sind quer über die Map verteilt und keiner von denen ist in meiner Nähe. Der hier war fast fertig. Naja, was heißt fast? 50%? 60. Vielleicht läuft sie mir da hinten in eine Falle rein, wenn sie um den... Kran rum möchte. Leider die falsche Richtung. Ben's Landing? Ja. Okay. Ah, die eine. Ah. Willst du denn? Das klappt. Dass das klappt, ist eigentlich so gemein. Das ist so doof. Ich hab scheiße gespielt. Sie läuft in meine Falle. Deshalb habe ich das gemacht. Haben mit Absicht daneben gehauen, damit sie in meine Falle läuft. Oh, sie wusste von der Falle. Sie ist genau einen Millimeter dran vorbei. Cheaterin. Cheater. Chat. Cheater. Mal sehen, ob sie in die... Und in der Falle ist sie auch vorbei. Prozent Cheater. So, was machen wir jetzt? Ich bin zu spät. Das ist nicht gut. Jetzt können sie... Okay, lass mich kurz überlegen, wie wir das machen. Sie sind schon an den Toren, die werden geöffnet. Ich habe noch einen One-Shot, aber alles ein bisschen spät. Sehr spät. Die Tore sind so weit weg. Okay. Tun wir so, als ob wir nichts gegen sie in der Hand hätten? Ich bin am Überlegen, wie genau wir das am besten anstellen. Sie hängt zum ersten Mal... Wir müssen hier nicht unbedingt weggehen. Die Anti-Camp-Mechanik ist ausgesetzt im Endgame. Sie wissen noch nicht, dass ich Nöt habe. Solange niemand über meinen Nöt-Totem stolpert. Das liegt aber Luftlinie fast zwischen dem Tor und meinem Haken. Hoffen wir, dass sie dem nicht begegnen.
Dann, das, der Rest ist ganz einfach. Die kommen zu zweit an, weil sie helfen wollen. Dann wird einer mit Nöten umgehauen. Und dann der zweite. So. Das heißt, wir haben hier kein Problem. Erste, denn sie finden das Nöttote. Solange sie das nicht finden, easy win. Okay. Keine 99% Tore, respektiere ich. Okay. Aber ihr werdet ja gegen den Trapper trotzdem helfen wollen. Ihr rennt ja nicht einfach raus.